Leute, zum FreeAir Speedlink. Was man hier auch mit den Anschlüssen klar sieht. Hier sieht man sie. Und ja, ich sag mal, so ein bisschen Dämmstoff dazwischen und da kommt halt immer noch die Luft durch. Das bringt halt nicht viel, wie man gehört hat. Achso, und zum Gehäuse nochmal. Wasserflex sieht man nicht. Also komplett MDF. Finde ich gut. Bei Speedlink ist ja oft unter 100 Euro. Ich glaube, das Gravity Carbon war 150, das teuerste. Wenn ich mich recht erinnere. Nein, sag nicht, der Magnet geht ab. Ist das jetzt. Nein, das ist doch nicht wahr jetzt, oder? Also klanglich haben wir ihn ja jetzt gehört. Geht der Magnet hier wirklich ab? Ich versuche den gerade mal so ein bisschen abzubekommen. Also mit einer Hand. Ne, kriegst du nicht ab. Ne, kriegst du nicht mit einer Hand ab. Also hätte er klappen können. Weil der ist wirklich schief. Also klanglich finde ich den gut für die Größe. Also tschüss, bis zum nächsten Video.